So, ich mache weiter hier mit dem Buch, was ich hier, das ich vor ein paar Tagen vorgestellt habe, von Martial Ménard, Le Petit Guide d'Initiation au Breton, also kleine Einführung in die bretonische Sprache. Und ich habe jetzt, besteht aus, es gibt viele, viele Kapitel, und ich habe jetzt ausgesucht La Politesse, also nicht die Politesse, deutsche Politesse, sondern Höflichkeitsformen. Ja? Höflichkeit, höflich sein auf Bretonisch. Und ich probiere, manchmal wird es ein bisschen langwierig, weil ich muss erstmal, während ich erzähle, lese ich das Französische und ich muss ein bisschen aussortieren, was wichtig ist und nicht. So, man möchte höflich sein in der Bretagne. Und warum? Wenn man Französisch kann und die alle Leute in der Bretagne sprechen auch Französisch, warum überhaupt bretonisch reden mit den Menschen? Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass man höflich sein, dass man, auch wenn man bretonisch nicht kann, dass man, das ist ein Zeichen der Anerkennung der bretonischen Kultur, wenn man Trügerei sagt oder Kennerwo oder Kenno, Demat und so weiter. Ja. Weil auch viele, es gibt ungefähr 125.000 Menschen, die behaupten, dass sie fließend bretonisch können, beziehungsweise im Alltag bretonisch auch sprechen. Aber von den anderen restlichen 4 Millionen oder so Bretonen, viele, viele, wenn sie dann Demat oder Trügerei oder ein paar Wörter auf Bretonisch sagen, ja, dann, wie soll ich sagen, sie werden dann, sie punkten, glaube ich, ja. Das ist dann das ist sehr sympathisch. Sie werden sehr sympathisch rüberkommen. Denke ich mal, hoffentlich. So. So, il est souvent question de la politesse dans les discussions de la langue breton. Und so, ja, jeder Sprache ist eigentlich, gibt in jeder Sprache gibt, Höflichkeit, Höflichkeitsformen. Ja. Wie sagt man guten Tag? Wie sagt man guten Abend und auf Wiedersehen? Ja. So, und dann schreiben die dann irgendwas, was ich nicht verstehe, weil die Paricone, die Par Merci en Breton, es scheint, als ob man nicht Merci sagt auf Bretonisch, was eigentlich nicht stimmt. Aber Bretonen sind höflich und auch wenn sie ihre eigene Art und Weise haben, höflich zu sein. Ja? So, das ist. Dann fangen wir an jetzt mit den verschiedenen Wörtern, die man vielleicht so lernen könnte, müsste. So, das erste ist, wenn man guten Tag sagt, was gängig, sehr gängig ist, ist Demat. Ja, Demat. Es besteht eigentlich, es ist ein Wort, es besteht eigentlich aber aus zwei Wörtern. Das entspricht dem französischen Bonjour, okay? Demat. Mit T am Ende, Demat. Ja. Es ist ein sehr altes Wort. Man findet es in sehr vielen alten Urkunden aus dem Mittelalter. Und es besteht aus Days, Day. Das heißt ein Z am Ende. Also je nach Dialekt, glaube ich, wird dieses Z nicht, kommt nicht zum Tragen. Day, Demat. Days ist, heißt Tag. Mat heißt gut. Ja. Es entspricht wirklich Wort für Wort Bonjour oder guten Tag. Man kann es dann erweitern. Man kann sagen, zum Beispiel Demat der, Demat dit, also guten Tag. Zu Ihnen oder Ihnen oder guten Tag
zu dir, ja, würde man nicht sagen, glaube ich, auf Deutsch, aber die Bretonen machen das. Und das wäre dann, das entspricht dem französischen Bonjour à vous, ja. Dit, das habe ich eben gesagt. Das habe ich noch nicht gehört. On emploie aussi dans la locution démat goulou. Goulou, das habe ich noch nie gehört. Ne? Ich kann auch was lernen. Jour bon et brillant. Also, der Tag ist gut und die Sonne scheint. Ich habe das noch nie gehört. Also, das können wir eigentlich ignorieren. Ja, und hier steht auch, dass das ein bisschen veraltet ist. Man benutzt auch den Ausdruck Devesmat und das bedeutet auch guten Tag. Aber so wie in Französisch gibt es le jour, das ist männlich, und la journée. Das ist weiblich. Gibt es das auch auf Bretonisch? Days heißt, ist männlich, würde ich sagen. Also der männliche Tag. Und Davis ist weiblich. Ja. Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber es gibt auf jeden Fall diese zwei Varianten. Demat, was so viel heißt wie Desmat und Devismat. Ja. So, und viele haben behauptet, dass das Demat oder Devismat ist einfach eine Übersetzung aus dem französischen Bonjour. Und hier steht zumindest, dass das nicht stimmt. Oh, wenn man guten Abend sagen möchte, sagt man einfach Nosvat. Ja, und das heißt Nacht gut oder gute Nacht. Ja, Nosvat. Und das darf man nicht verwechseln mit Nosvesvat. Das heißt, gute Nacht im Sinne von, sie verabschieden sich von jemandem am Abend. Und dann gibt es ein Adverb, Kennerwo. Ladverb, Kennerwo. Okay, ich wusste nicht, dass Kennerwo ein Adverb ist, weil ich gar nicht weiß, was ein Adverb ist. Kennerwo, das ist eigentlich übrigens das erste Wort, bretonische Wort, was ich überhaupt gelernt habe. Von meinem Vater in den 60er Jahren. Und es heißt Tschüss. Oder au revoir. Ja. Das ist unheimlich weit verbreitet, dass wirklich jeder Bretone, auch die meisten, die nicht bretonisch können, wenn sie sagen, Kennerwo, statt au revoir, die werden schmunzeln, weil jeder kennt das Wort. Ja. Das Wort Kennerwo übrigens hört man außerhalb der Bretagne, in Frankreich, in Paris, in verschiedenen Gegenden. Das ist sehr bekannt. So, wenn man Kennerwo, das sind eigentlich drei Wörter in einem, zusammengewürfelt. Wenn man das übersetzt, das heißt wortwörtlich bis, ja, okay, jusque ce sera. Das entspricht im Spanisch, glaube ich, sagt man que sera. Auf Deutsch würde ich das übersetzen in bis es wird. Ja, also bis aufs Wiedersehen sozusagen.
Manchmal wird es als Kenavo, also ausgesprochen, also verlängert, Entschuldigung, verlängert, Kenavo Aveshal. Das bedeutet, bis es wird, zum nächsten Mal. Ja, das ist doppelt gemoppelt eigentlich und redundant. Aber das hört man schon. Kenavo la prochaine fois. Okay. Kenavo dahinton gwelet. Ja, bis man sich zum nächsten Mal, bis wir uns zum nächsten Mal sehen. Auf Französisch wäre das à la revoyure. Ich würde nie so Französisch sprechen. Ja, dahinton gwelet. Ja, dahinton bis, das ist im Prinzip genau dasselbe wie Kenavo. Das heißt, ich weiß nicht, ich höre es nie. Ich höre Kenavo höre ich sehr oft, aber dahinton gwelet habe ich eigentlich nie gehört. Aber das soll es geben. Und es das heißt auch, bis wir uns das nächste Mal sehen. Kenavo wa chwas, das hört man öfters, das heißt dann bis aufs, also tschüss, bis morgen. Wachwas. Wachwas ist ein Wort, wa heißt eigentlich auf und chwas heißt nochmal. Also morgen heißt einmal noch auf Bretonisch, wenn man das so analysiert. Oder Kenavo die Lune zum Beispiel, könnte man sagen, bis Montag oder bis Montag ist die Lune. Die heißt Tag, entspricht ein bisschen so dem englischen Day, Lune. Lune ist, wenn man Französisch kann, Montag, Lune heißt Mond. So kann man sich merken, die Lune. Kenne wohl die Lune bis Montag. Kenavo kann man nochmal, es gibt eine andere Möglichkeit, Kenavo zu verlängern. Und höre ich eigentlich auch kaum Kenaveso. Ja. Aber es gibt auch eine verkürzte Form, Keno. Und manchmal einfach Ken. Aber diese letzte Form, Ken. Meistens gibt es dann ein Wort danach, wie zum Beispiel Ken die Sül bis, also Ken kann man eigentlich als übersetzen ins Deutsch. Das entspricht bis Montag. Ken die Sül, nee, Entschuldigung, bis Samstag. Bis Ken die Sül. So, und jetzt kommen wir zu Begrüßungsformen. Ja, es gibt sehr viele Begrüßungsformen, die haben mit dem Wetter zu tun. Ja. Ein Begrüßungsform ist im auch gewohnt. Ja. Im auch gewohnt. Das ist eine Frage. Im auch gewohnt. Und es bedeutet, wo gehst du hin? Das würde ich nicht machen. Ja, das ist ein bisschen zu persönlich. Ich frage auch nicht in Deutschland, wenn ich Bekannten treffe, dann ich frage auch nicht, wo gehst du hin? Ja. Oder Eschue und Davis. Ja, das heißt, der Tag ist gelungen oder gelaufen. Als Frage, ja, ist der Tag gelaufen?
Ich würde das auch nicht in Deutschland sagen oder fragen als Begrüßungsform. Ne? Wie war dein Tag oder war es schön? Ja, es war schön, sagt man manchmal. Glauso gonti mös auen, ja, das heißt, j'ai bien peur que le temps soit à la pluie. J'ai bien peur que le temps soit à la pluie. Glauso gonti mös auen. Ja, das Wetter ist nicht so gut, es regnet, befürchte ich. Ja. Komische Begrüßungsform, dass man sagt, das Wetter ist nicht so gut heute, oder? Gewöhnliche Begrüßungsformen sind die folgenden. Montera, das entspricht dem französischen Savoir oder dem deutschen geht's. Geht's. Und dann Penaos immer kont, also ich kenne das eigentlich als penaos immer akont, akont. Und das heißt, wie ist dein Saldo oder wie sieht dein Konto aus? Auf Französisch, comment est le compte? Ja, compte ist auch ein Graph, ne? Nein, das hat damit nichts zu tun. Wie geht's dem Grafen? Nein. Man antwortet, das habe ich auch noch nie gehört, aber anscheinend gibt es das, wenn eine dich fragt, antwortet man etre care sarront. Und das heißt zwischen rund und viereckig. Oder man kann auch fragen, penaos mon abet garnit. Penaos mon abet garnit. Wie ist die Welt mit dir oder bei dir? Ja, wie ist deine Welt? Comment est le monde avec toi? Malajö, das hört man sehr, sehr oft. Ja, das ist auch das, was ich eigentlich als erstes benutzen würde. Malajö, Fragezeichen. Wie geht's oder wie ist das Spiel? Wie sind wie geht's, ja, wie geht's? Huariera. Das wäre praktisch die Antwort auf Madagö. Wie geht das Spiel? Quari ara. Es geht, ja, es spielt sozusagen. Penaos ahanoch. So, das ist jetzt in der, ist das nicht die dritte Person, aber also die dritte Person. In der Variante, wo man, so wie auf Deutsch sagt man du und sie, das wäre sie. Wie geht's Ihnen? So, wie geht's Ihnen? Sagt man auf Deutsch, das sagt man, ach, oh Gott. Auf Bretonisch heißt das Penaos ahanoch. Oh, ich liebe diese C-Apostroph-H-Wörter. Und da in dem Wort Achanoch gibt es zweimal sogar. Ja, das ist schön. Wie geht's Ihnen? Und dann, wie geht's dir? Wäre Penaos arit. Ah, nee, Quatsch, was erzähle ich hier? Nee, das wäre dann auch, wie geht's Ihnen? Also, es sind zwei verschiedene Formen. Wie einmal, wie geht's Ihnen? Und einmal Penauch Achanoch, wie geht's zu Ihnen? Ja, das sind einfach zwei Varianten, die es, glaube ich, in Deutschland nicht, in Deutsch nicht gibt. Voici quelques-unes des réponses qu'on peut faire. Ja, hier sind einige der Antworten, die man geben kann dazu. Dazu, ja, dazu. Der Hellera, der Wand, ja.
Ça continue aller, ja, auf Deutsch wäre das dann, ja, ich schleife mich durch, so ungefähr, ja, also ich halte durch. Mat Avalach, ja, heißt Mat, hatten wir schon am Anfang bei Demat, es heißt gut, und Avalach heißt genug, es geht gut, also Mat Avalach heißt, es geht mir gut genug, ja. Matre, Tre ist so für diejenigen, die Französisch können. Tre gibt es auf Französisch auch. Und Matre heißt dann gut, sehr, also sehr gut. Dann Falput heißt, ich glaube, das ist ein bisschen unanständig. Das heißt sehr schlecht. Ja. Es könnte mir besser gehen. Ösachento. Ja. Das französische Wort Merci, ja, ist ursprünglich ein religiöser Begriff. Und es ist seit langem schon, es befindet sich schon seit langem in der bretonischen Sprache, wird das seit langem schon benutzt. Das bretonische Wort Trügerei, also Trügerei hat ein Z am Ende und ein EZ. Und in den meisten bretonischen Dialekten wird dieses Z wird nicht ausgesprochen, außer in, glaube ich, Teilen von Trégor oder Pays de Guélo, wo meine Familie herkommt. Und dann wird es anscheinend, habe ich gehört, wird es manchmal ja betont. Das ist Trügerei heißt Dankeschön. Das ist sehr wichtig, Trügerei, ja. Das kann man überall verwenden in der Bretagne und die meisten Menschen verstehen das auch. Es ist auch religiösen Ursprungs, ja. Und es hat so im Prinzip so die Bedeutung Misericorde, Compassion, also Mitleid oder Mitgefühl, krass. Amazing Grace. So, ja, ist egal, wo das Wort herkommt und ob es religiös ist oder nicht, das ist sehr weit verbreitet und ich würde es empfehlen. Aber seit langem wird es einfach benutzt als Alternative zum Wort Merci, ja, was aus dem Französischen kommt oder wahrscheinlich Lateinischen, denke ich mal. Und die Bretonen schreiben Merci mit SI am Ende und nicht mit CI. So, dann gibt es dann ein Wort, Trügerikat, heißt zu bedanken. Das ist Trügerei heißt Dankeschön und Trügerikat ist praktisch die Tätigkeit, sich zu bedanken. Man benutzt auch was man selten hört, ist aber meistens in schriftliche Form, ist Benos Due. Ja, Due ist auch eine der ersten Wörter, die ich gelernt habe auf Bretonisch. Das heißt dann Gott. Und Benos Due heißt so viel wie Gott. God bless you auf Englisch. Was wäre das auf Deutsch? Sei das, was Gott macht mit den Menschen. Sei geheiligt oder sei. Ja.
Ich werde es vielleicht in den Kommentaren unten ergänzen. So, das ist aber sehr höflich. Ja, wenn das du ist sehr, sehr höflich. Das ist so wie, ja, das wäre. Wenn man einen Brief schreibt, könnte man Benos Due sagen, aber ich würde statt beim Bretonisch sprechen, würde ich Trügerei bevorzugen. Dann gibt es Merci. Wie gesagt, das wird mit SI am Ende geschrieben. Und Merci Bras, ja, das ist Merci Bras heißt dann vielen Dank. Bras heißt eigentlich groß, großen Dank, ja. Grand merci, es wird hier ins Französische übersetzt als Grand merci. Netrabet, ja. Wenn Sie sich bedanken wollen, jede Sprache hat eine andere Art und Weise, um zu sagen, nicht die Sprache wert. Die Engländer sagen, don't mention it. Die Franzosen sagen, de rien. So, und das auf Bretonisch wäre, netrabet. Ma plij ganeoch, ma plij. Oh, das ist wichtig. Bitteschön, ja. Ma plij ganeoch oder ma plij ganit. Heißt bitteschön, ja. Wobei hier steht ma plij ganeoch, also ich bitte Sie schön oder ich bitte dich schön, ja. Aber ich bitte dich auf Deutsch hat natürlich eine andere Bedeutung, ja. Aber ich höre eigentlich recht selten ma plij ganeoch oder ganit. Ich höre einfach meistens nur ma plij und es das heißt bitte. Nicht bitte schön, aber bitte, ja. Ja, so. So, jetzt, man befindet sich in der Kneipe, ja, im Café Tabak, ja. Tibüten, man befindet sich im Tibüten. Und man wird vielleicht eingeladen mit den Einheimischen zum Bier trinken oder Cidre. Und auch die kein Bretonisch können, ja, sagen nicht à la votre oder viele, also je nachdem, wo man ist. Aber ich kenne Kneipen, wo ich kaum Leute treffen werde, die Bretonisch können. Aber die Prost wird auf Bretonisch gesagt. Ja, das ist ein Wort oder ein Ausdruck, was sehr lang überlebt hat. Und Jechid Maat hört man sehr oft. Jechid heißt Gesundheit und Maat hatten wir schon ein paar Mal. Maat heißt gut, also gute Gesundheit. Aber es steht hier nicht, aber in der Ecke, wo meine Vorfahren herkommen, sagt man nicht Yechid Maat, sondern Yach. Okay, Yach heißt Prost oder Gesundheit. So, das heißt, ja. Dann gibt es noch Yechidin. So, das ist ein Tätigkeitswort oder Verb. Und das heißt Yechidi, I-N am Ende mit so einem komischen Akzent und Tilde, das heißt Tilde irgendwas auf Bretonisch. Und das ist dieses C-Apostroph H wieder. Yechidi, das heißt dann anstoßen, ja. Yechedi da Ünan Benak heißt anstoßen für irgendeinen, ja. Ünan heißt einen, hört sich fast deutsch an, Benak, irgendein, also Ünan Benak, irgendeinen, ja.
Und die aussi Lavaret Yechedu. Ja, Lavaret, das ist noch eine Variante Stadt Yechedi, Lavaret Yechedu. Also Stadt anstoßen, Gesundheit sagen, sozusagen. So. Ichet wat denol heißt Gesundheit an allen. Also, ja. Wie gesagt, auf Deutsch gibt es manchmal, dass man sagt, wenn man hier, wo ich wohne, man kommt in den Raum hinein und man klopft an den Tisch, ja, und man sagt, guten Tag alle zusammen, ja, und Yechid Mat, dann all würde bedeuten, Gesundheit an allen zusammen, ja. Immer so und der Goll. Aha, das reimt ein bisschen, ja. Jechit mat dan hol dan ol hemma so de wonte gol. Ich sag's, ich geh noch mal durch, ja. Ich muss ein bisschen üben. Jechit mat dan ol hemma so de wonte gol. Hemma so wonte gol. O wont. Das ist mit Apostroph, das ist eine Abkürzung. Das heißt, Gesundheit an allen. Diesen hier, also diesen hier, wird gleich verschwinden. Da wohnt der Goll. 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 So, Kollet ist ja auch ein Tätigkeitswort und es bedeutet zu verlieren. Auf Platonisch. So. Jetzt kommen wir zu diversen Höflichkeits Formen oder Ausdrücken. Ja. Das ist Respekt der heißt Respekt, ja, Hut ab, Chapeau. Sagt man auf Bretonisch dann Respekt der. Der. Und dann, wenn jemand stirbt, sagt man due de pardono. Ich kenne das aus dem Englischen, dass die Engländer sagen Rest in Peace. Was sagen die Deutschen dazu eigentlich? Keine Ahnung, das wissen sie bestimmt besser als ich. Sie sehen, so, wenn es ein Mann ist, sagt man due de fardono. Ja. Nee, andersrum. Wenn es ein Mann ist, sagt man due de bardono. Und wenn es sich um eine Frau handelt, sagt man due de fardono. Ja, wenn sie Urlaub machen in der Bretagne nicht gebrauchen, denke ich mal. Ja. Due do Crescobras. Due do Crescobras. Lass Gott dich groß machen. Ja, das wird hier als Burlesque beschrieben. Das kann man eigentlich vernachlässigen. Habe ich noch nie gehört. Aber er musste, glaube ich, genug Text hier reinpacken, um ein Kapitel daraus zu machen. Bütten machat mat, billig. So, bütten machat mat heißt billiges Tabak. Und das sagt man zum Beispiel statt Hatschi, wenn einer niest. Oder auf Deutsch sagt man Gesundheit, wenn einer niest. Und
Das sagen die Engländer eigentlich, ist egal. Und auf Bretonisch sagt man bitte machat maat. Ja? Das heißt im Prinzip billiges Tabak. Tabak, was man ja, wie heißt das, nicht zum Rauchen, sondern zum, was man in die Nase dann einatmet. Ja. So, und dann kommen wir zum Schluss zu der Frage des Siezen und des Duzen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ja. Ach so, beim Niesen sagt man manchmal Hachi. Ja, das habe ich auch gehört. Das hört sich irgendwie chinesisch an. Ja, la chose est compliquée. So, duzen und siezen ist kompliziert. Ja. Du heißt T. Ja. Und wo, sie heißt Hui. Und dann gibt es so ein paar Abweichungen davon. Teal und Huial. Ja. Was heißt Duz? Teal und Huial heißt duzen und siezen. Und Te heißt du und Hui heißt sie. Ja. Es gibt bestimmte Gegenden laut diesem Buch, kann ich nicht bestätigen, aber wenn es hier steht, ich muss es annehmen, wo man kaum noch duzt, wo jeder gesiezt wird, ja, wo man nur Hui sagt. So, das war das für heute. Das war, ja, ich hoffe, dass das nützlich war. Beim nächsten Mal werde ich probieren. Nummer 2 wäre dann, wo ist es denn? 2 wäre einkaufen, wenn man einkaufen geht, ja, les achats. Ja, Prenadeno, glaube ich, heißt das auf Bretonisch. Okay, das war's, Dankeschön. Wenn das euch gefallen hat, bitte hier ein Like unten, Thumbs up, so und Daumen hoch, weil nur so komme ich. Kommt das alles voran und werde ich dann von YouTube überhaupt kriegen die Leute meine Videos überhaupt vorgeschlagen zum Anschauen. Alles klar, schönen Tag noch und tschüss.